Hey Kleinschein, Kleinkrieg steht mal wieder an und das heißt, wir haben einige richtig, richtig coole Angriffe zu machen. Ich bin besonders gespannt, wie einige dieser Pläne funktionieren werden und wir starten bereits mit dem ersten Dorf mit einem absolut verrückten Plan. Was ist der Plan? Nun ja, folgendes. Wir wollen starten mit dem Katapult, also mit der Belagerungsmaschine, dass die am Ende hier alles Mögliche rausbekommt. Parallel dazu werden wir mit einer Königin hier oben reinlaufen, mit Highland als Queen Charge. Parallel dazu, und ihr merkt inzwischen, das wird vieles gleichzeitig werden, den König, den wir hier reinspielen werden. Parallel dazu werden wir den Wächter mit insgesamt einigen Highland hier unten spielen für diesen ganzen Bereich. Und danach seht ihr schon so nach und nach, da bleibt nicht mehr so viel stehen. Das heißt, meine Idee war am Ende, einfach mit Raketenballons dann den Rest aufzuräumen mit der Gladiatorin und mit dem Wächter dann, die hier einmal schwuppdiwupp durchs Zentrum durchgehen und natürlich hinten raus die Raketenballons. Ich lasse mich überraschen, ob das auch nur einigermaßen funktioniert und wir gehen doch direkt mal rein. Okay, das muss einfach funktionieren. Das Dorf ist nicht das, was am besten ausgebaut ist, aber ich glaube, der Plan, der könnte richtig, richtig geil sein. Als erstes, was ich hier machen werde, ist einmal kurz testen, ob hier sich irgendwelche Fallen befinden, sodass ich die Blattmaschine direkt nutzen kann. Das soll jetzt einmal schwuppdiwupp. Keine Fallen, wunderbar. Jetzt parallel zu den Wächter. Ich habe das Einhorn mit dazu. 1, 2, 3, wunderbar. Als nächstes, Königin hier oben, König einmal hier, Babydrache, erster Mauerbrecher. Bis hierhin das Ganze wunderbar. Fünf Pfeiler. Königin müssen wir aufpassen. Direkt hier der Adler aktiviert. Aber bisher ist er auf dem König. Das heißt, das passt. Nächster Mauerbruch, dass wir hier hoffentlich Richtung Rathaus kommen. Das ist ja mein großes Ziel eigentlich. Aber ob das alles jetzt so funktioniert, wie er hofft, ich bin gespannt. So, Magier hier mit dazu. Ich muss auf die Königin auch noch parallel aufpassen, dass die hier ihren Aufgaben gerecht wird. Aber dass der Adler aktiv ist so früh, ist natürlich ärgerlich. Oh no, ich hoffe, das geht alles zur Königin. Wenn nicht, habe ich ein richtig großes Problem. Okay, so weit, so gut. Bitte geht zur Königin. Bitte geht nicht zu meinem Katapult. Bitte. Komm, 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 komm. Block das in die richtige Richtung. Ich glaube an... Yes! Das ist jetzt richtig und richtig wichtig, dass sie dorthin gegangen ist. Nächster Wutzauber hier, dass meine Truppen oder meine Königin eher gesagt einfach überlebt. Wunderbar bisher. Testballon hier mit dazu. Wunderbar. Minion hier oben schon mit dabei. Königin ist weiterhin guter Dinge. Jetzt schauen wir mal hier, wo wir die Mauerbrecher... Mauerbrecher geht hier... Oh, rote Minen! Jawohl, wir haben die roten Minen ausgelöst mit... Oh no, die Heiler, wo werden die hinrotiert? Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Ich würde sagen, wir können hier mit ein paar Raketenballons arbeiten. Oh, Junge, Junge. Wutzauber ist da. Und Wutzauber regelt das Ganze. Währenddessen jetzt hier der Wächter unten anvisiert wird. Aber Leute, das sieht immer noch bisher sehr, sehr gut aus. Eine Minute, 26. So, nächster Mauerbruch geht auch ins Zentrum. Schon ein paar Minions hier auf... Oh, Wächter. Wächterfähigkeit. Mit der Gleiton zusammen. Ich habe hier leider keine Headhunter damit dabei. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt trotzdem reicht. Ich bin aber sehr, sehr gespannt. So. Und die Superlakaien haben wir am Start. Für ein bisschen mehr Power. Königin im Zentrum mit ihrer Fähigkeit noch mit dabei. Und wir haben noch 10 Raketenballons, Leute. Ich glaube, es sieht richtig, richtig gut aus. Wenn hier jetzt meine Truppen nicht mehr unten weiter durchkommen. Superlakaien noch guter Dinge. Königin hier. Vielleicht bis am Struggeln. 50 Sekunden. Wann, wie... Oh, wir haben noch den Mult... Ich kann die Raketenballons fast alle swaggen. Was war das für ein geiler Plan? Let's go! Let's go! Wir können die einfach... Ich brauch sie nicht. Wir haben noch 40 Sekunden. Ich brauch das alles nicht. Ich werde es trotzdem schmeißen, damit die nächste Armee auf jeden Fall hier... wie soll ich sagen? Die nächste Armee passt. Weil sonst wäre es ein bisschen ärgerlich, weil ich alles schon vorbereitet habe. Aber Leute, was war das für ein geisteskrank... guter Angriff. Okay, es hört sich jetzt ein bisschen nach Selbstlob an, aber ich glaube, ihr seht das auch so. Der Angriff war auf jeden Fall ziemlich cool. Aber ich würde sagen, das war gerade mal der erste. Wir machen direkt weiter. Der nächste wilde Plan geht gegen die gegnerische Nummer 4. Und hier habe ich mir Folgendes überlegt. Auch hier werden wir wieder mit einem Katapult arbeiten. Es ist aktuell wohl unfassbar stark und kann euch sehr, sehr viel Kreativitätsmöglichkeiten eröffnen. Das heißt, wir nehmen hier die Kanone weg. Danach werden wir hier mit dem Katapult für diese ganzen Verteidigungen gehen. Das ist hier der Plan. Danach Königin hier links oder auf der linken Seite gestartet, Richtung Rathaus. Und der König wird parallel dazu hier Richtung Streukatapult reinlaufen. Nun ja, dann schlussendlich hoffe ich, dass ich einfach ab durchs Zentrum einmal durch kann. Und das machen wir am Ende doch einfach mit Drachenreitern. Ob das jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das geplant habe, oder eine komplette Katastrophe endet, würde ich sagen, probieren wir es doch einfach mal aus. Okay, da sind wir schon wieder drin. Ich würde sagen, auch hier starten wir natürlich mit... unserer Belagerungsmaschine hier. Also 1, 2, bitte keine Tesla, das wäre wunderbar, sobald das hier weg ist. Jawohl, jawohl, wunderbar. Ist außerhalb der Reichweite, sehr schön, sehr schön. Das heißt, wir starten jetzt hier, ein Magier hier mit dazu.
Königin, die kann hier schon ein bisschen arbeiten. Ein Babydrache hier unten mit dazu. Soweit, so gut. Was kommen wir als nächstes? Magier arbeitet weiter. Ich glaube, der wird ja auf jeden Fall das Ganze nicht mehr so lange machen. Deswegen hier Mauerbrecher, Heiler. Hier vielleicht einen weiteren Babydrachen. Wunderbar. Mauerbrecher. Komm schon, packst du? Hat er gepackt. Ganz bis da, wo wir ihn hinhaben wollen. Wir sind natürlich auch... Oh, König, König, König. Zünde, Entzündung. Das sieht gut aus. Die Königin muss aber noch reinlaufen und vor allem die Luftabwehr vor. Da habe ich gerade ordentlich Bammel. Flamo kommt raus. Es sind wieder Drachen mit dabei. Okay, nehmen wir mit. Unsichtbarkeitszauber gegebenenfalls, um die Königin in die richtige Richtung zu lenken hier gleich. Oder kommt sie eh dann wieder zu... Ne, ich mache aber unsichtbar. Ich gehe das Risiko nicht ein. Königin, du kommst zurück und du hilfst uns hier. Und halt, stopp, was ist jetzt hier los? Solange die Luftabwehr nicht drauf ist, ist alles in Ordnung. Wir haben den Ader, der aktiv ist. Oh no. Hör auf, meine Heiler zu gehen. Das mag ich gar nicht hier. Bitte geh auf die... Nein, 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 nein. Wir müssen hier, glaube ich, ein... Hallo? Ein so. Boss. Aber ich hätte ja noch die Raketenballons gehabt. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. So. Wir starten jetzt einfach hier oben. Erst das Skelett sauber. Drachenreiter. Luftwächter. Ein paar Minions mit dazu. Königin. Hat's geschafft. Das kommt gute Dinge. Ah, diese Belagmaschine. Die Belagmaschine ist so krank overpowered. Das ist der Wahnsinn. Und das sieht auch jetzt immer noch sehr, sehr gut machbar aus. So, hier ein paar mit dazu. Die ersten beiden Headhunter hier mit dabei. Minions sind oben, wie gesagt, schon guter Dinge. Königin. Keine Fähigkeit mehr, aber ich glaube, hinten raus sollte das passen, oder? Vielleicht noch die nächste Headhunter mit dazu. Okay. Hier mit dabei. Schwarzminen tun natürlich weh. Wächterfähigkeit jetzt. Super Lakaien wieder oben, die wir aus der Belastmaschine hatten. Hier mit dazu. Minions. Wir können nicht so viel am Ende. Wir haben nicht so viel am Ende wie eben gerade im Angriff. Aber Leute, der Angriff hat an sich auch wieder richtig gut funktioniert. Auch wenn ich hier links ein bisschen gepanickt habe. Ich hätte einfach die Raketenballon spielen müssen. Aber am Ende macht es gar keinen Unterschied. Let's go. Let's go, let's go. Die nächsten drei Stände für uns. Wutzauber hätten wir nicht gebraucht. Schmeiß am Ende noch mit dazu. Und das heißt, wieder drei für uns. Bisher sieht das Ganze richtig gut aus, aber alle guten Dinge sind drei und das heißt, wir gehen jetzt Richtung dritten Angriff. Zum krönenden Abschluss habe ich nochmal was ganz Interessantes und zwar schaut euch mal das an. Wir haben hier ein Loch in dem Dorf. Normalerweise bin ich immer so einer und sage, Leute, lasst uns dieses Loch nicht unbedingt ausnutzen, wenn es um die Angriffsstrategie geht. Aber heute bin ich komplett schamlos und wir nutzen das einfach aus, indem wir hier einige Supermagier reinpacken. Das heißt, einige Supermagier hier rein mit Unsichtbarkeitszauber und die sollen alles hier drumherum am Ende wegbekommen. So zumindest das Ziel. Ob das klappt, das wird auf jeden Fall eine komplett andere Frage. Aber das heißt, hoffentlich haben wir hier das am Ende weg ungefähr. Wir werden dann mit den Helden versuchen, fürs Rathaus zu gehen. König, Königin sollten hoffentlich dafür reichen. Und dann werden wir hier einmal komplett breit von der unteren Seite aufgestellt, mit dem Lalo das Ganze angehen. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert und ob es am Ende sich auszahlt, hier diesen kleinen Base-Fehler auszunutzen. Aber wie immer heißt es, probieren geht über studieren. Let's go! Ich hoffe so sehr, es klappt jetzt alles so, wie ich das Ganze hier geplant habe. Ich teste erst mal vor mit einem Barbar, dann kommen meine Supermagier hier mit dazu, mit dem Wutzauber natürlich. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das Ganze jetzt funktioniert. Also, erstmal gestartet. Direkt die Riesenbombe ist in Ordnung. Jetzt einmal hier. 1, 2, 3, 4. Nächste Unsichtbarkeitszauber. Wichtig ist, den Giftturm unsichtbar lassen, weil ansonsten geht der ja trotzdem los. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. 3, 4, jetzt hier einmal. Und damit sollten wir den am Ende auch bekommen, genauso wie die Königin. Super wichtig gewesen, dass wir das eben in der Reihenfolge gemacht haben. Jetzt hier Magier mit dazu. Ein Riese, um die Klamauk weiter rüber zu locken. Dann König, Königin. Ein Skelettzauber gleich mit dazu, dass wir hier ein bisschen Dämono ablenken können. Babydrachen hier mit dazu, Babydrachen dort mit dazu. Ein weiterer Riesen hier mit reingepackt. Und jetzt bin ich... Naja, ich bin normalerweise nicht so der Blizzard und allgemein der Lalo-Experte. Das sieht doch bisher schon mal gar nicht so verkehrt aus, nicht wahr? Königin muss halt jetzt reinlaufen, das wäre natürlich jetzt wunderbar. Königin, zurück, zurück. Okay, okay, warte. Wie kriegen wir das hin? Wir können hier unsichtbar machen. Ich mach das mal unsichtbar. Königin, nein, das ist die falsche Richtung, Madame. Oh, warte, der König. Komm schon, König, mach. Du hast den Phönix.
Dafür habe ich den gejammt. Das ist, jawoll. Let's go. Okay, okay. Jetzt von der rechten Seite hier. Ich benutze die Blankmaschine. Die können wir hier oben benutzen. So was in der Art. Jetzt hier der Lalo-Start. So. Auf Luft natürlich stellen. Hier mit dazu. Minions mit dabei. Königin ist irgendwie immer noch am Leben. Nehme ich gerne so aktuell mit. Das ist vollkommen in Ordnung. So. Dann gleich natürlich der nächste Labor mit dazu. 1, 2. Wächterfähigkeit können wir gleich mit dazu setzen. Jetzt Wächterfähigkeit, damit ist der Lava-Hund mit drin und so weiter. Hier, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da haben wir noch ein 3 gesetzt oder sowas, was auch immer, sollte egal sein. Frost hier. Unseren einzigen Eis, aber ich glaube jetzt hier am besten. Frost aber jetzt hier mit dem Luftfeger. Der nervt mich ein bisschen sehr doll, wenn ich ehrlich sein darf. So, hier Ballons nachgesetzt. Frostzauber. Komm schon, Leute, das muss doch irgendwie funktionieren. Hier alles Mögliche mit dazu. Frostzauber jetzt hier mit dazu für den Multi. Bogenschützenturm. Und ich glaube, das sind die nächsten 3. Oh mein Gott, heute lief einfach alles so nach Plan. Alles lief genauso, wie man sich das erhofft hat. Und hier am Ende das mit dem Loch in Base, in der Base. Eieieiei. Richtig, richtig geil ausnutzen wir können mit den Supermagiern. Was so unfassbar wichtig war, war wirklich, dass wir den Giftturm unsichtbar gemacht haben am Anfang. Ansonsten hätte der Giftturm ja trotzdem abgeschmissen. Und das wäre am Ende sehr, sehr blöd gekommen. Naja, deswegen alles perfekt gemacht. Richtig geile Angriffe, finde ich zumindest hier. Bin ein bisschen voreingenommen. Ich hoffe, euch hat es am Ende auch Spaß gemacht mit den geilen Clankies-Angriffen. Ansonsten natürlich wünsche ich euch immer einen wunderprächtigen Resttag. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Video, hoffe ich, mit dem nächsten Clash-Content. Bis dann rein. Ich wünsche was. Und natürlich, tschö, tschö.